infinite power. Guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zum dritten Part von SpongeBob Schmangenpopf Schlacht im Bikini Bottom. Heute geht's mit der Welt. Please, please, help me weiter. Schon wieder die Quallenfelder. Mystery am Start. Oh, und neue Gegner. Bisher ja noch ganz einfach. Ich habe das Gefühl, Mystery lässt sich besser steuern als SpongeBob selbst. Das ist schon ziemlich krass. Oh mein Gott. Wie sollen wir das denn machen, Alter? Als ob er immun dagegen ist. Jo, was? Jo, was? Wie wollen wir den denn holen? Oh Leute, ich glaube, ich habe es durchschaut. Tatsächlich, Leute. Nur müssen wir ihn ein bisschen näher bekommen. Perfekt, Leute. Das war Skill, oder? Finde ich gut, dass sie sowas eingebaut haben. Leute, wenn dieses Level ein First Try wird, dann bin ich glücklich. Okay. Leute, first try. Jetzt geht's zu The Ghost in Neighborhood. Was soll das hier darstellen? Einfach die Prärie in Richtung Sandys Haus, wie wir schon hier sehen können. Aha. Yo, Bob Oms in einem super SpongeBob-Spiel. Waha! Ich bin bereit! Oh mein Gott. Mystery ist back am Start. Langsam, langsam. Lol, man könnte hier irgendwie hoch. Als ob ich jetzt eine Abkürzung gefunden habe. Ergibt das Sinn?
Ja, ich glaube. Muss ja Sinn ergeben. Sonst wird es ja keinen Sinn ergeben. Hä? Ergibt das Sinn? Nein. Jetzt brauchen wir doch wieder Mystery. Ach, Freunde. Ich muss doch hier hochkommen. Ich glaube, ich darf nicht so dingsen. Lol. Wie soll ich das denn machen, Junge? Friends. What should we do? What should we do, mate? Flick. Mist. Bringt das was, wenn ich... Oh mein Gott! Habt ihr diesen Skill-Move gesehen? Ach du Heiliger! Bim-Bam! Leute! Was hau ich denn hier immer für Skills raus? Oh Gott, ich glaube, ich safe-state mal lieber. So, weiter geht's. Uff. Okay. Leute, ein Leben. Hä? Wie soll ich das jetzt? Oh, fishy fishy boy. Was sollen wir tun? Oh mein Gott! Wir können ihn bewegen, Leute. Oh mein Gott. Freunde. Ist das genial. Yes, perfekto. Da ist der. Freunde, haben wir eben einen vergessen? Es kann doch nicht... Mist! Und nicht Numero Dos. Komm mit hunderten Jugos und verbrennen dann doch. Wir haben wieder einen vergessen. Wo war der denn eben? Hier ist locker ein goldener Pfannenwender. Eine Schraube? Okay. Yes! Das ist... Und da ist auch schon der Key. Das kann nicht schon das Ende sein. Hier stimmt was nicht, Leute. Das ist ein Fehler, der behoben werden muss.
Endlich. Ah, jetzt müssen wir noch da hoch wegen dem Key. Jo. Da ist das Ding, meine lieben Freunde. Jetzt wären wir schon in Sandys Haus. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part, meine lieben Freunde. Ja, also wenn dir dieses Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn du es liken würdest. Wenn das hier nicht das erste Video ist, was du auf meinem Kanal siehst und generell meine Videos feierst, dann würde es mich sehr freuen, wenn du mich abonnierst. Konstruktive Kritik ist natürlich immer erwünscht. Und falls du irgendein Spiel kennst, was ich Let's Playen könnte, beziehungsweise es ist ja kein richtiges Let's Play, es ist ja so ein Mix aus Gaming und Comedy, womit ich mal arbeiten könnte, sozusagen, kannst du es auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn mir das Game dann gefällt, dann werde ich es zocken und für meine Videos dann, ja, verwenden. Dann, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.